Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute mal was Neues von Victorinox. Nein, nichts Neues von Victorinox, sondern etwas von Victorinox zu einem ganz, ganz besonderen Preis. Ich habe euch im September schon in einem kurzen Video vorgestellt, dass die Altonaer Silberwerkstatt, Link selbstverständlich unten in der Beschreibungsbox, nach einer Umfrage ein bestimmtes Modell, ich glaube, das war das Mini-Champ im September, zum unschlagbaren Preis angeboten hat. Und genauso gab es dann Ende des Monats bzw. Anfang Oktober wieder eine Umfrage, wo die Leute sich für ein bestimmtes Modell entscheiden konnten. Und diesmal war der Gewinner das Victorinox Rucksack. Ja, eins aus der 111mm Serie und meinem Outrider nicht ganz unähnlich. Mein Outrider hat eine Lage mehr, verfügt zusätzlich noch über eine Schere und ein Phillips-Head. Schraubendreher in kleinen. Und ja, das Rucksack ist so im Grunde die etwas abgespeckte Wahl, wenn einem das Outrider vielleicht ein bisschen zu schwer ist durch die Extralage. Es ist auch so ziemlich die letzte Serie von Victorinox-Messern, die mit dieser Verriegelung hier hinten daherkommen. Ich mochte die eigentlich sehr gerne. Die ist, ja, ich würde sagen, hochfunktional. Ansonsten, ja, kommt halt das, was man von Victorinox immer erwarten kann, eine ganz hervorragende Verarbeitungsqualität, eine Messerklinge, die ab Werk sehr scharf ist und Gott sei Dank auch immer wieder sehr schnell scharf zu bekommen ist, mit an Bord die lange Säge, die ich wirklich lieben gelernt habe im Laufe der Jahre. Tolles Teil, eignet sich übrigens auch ganz hervorragend als Anreißer für einen Feuerstahl, muss man allerdings ein bisschen vorsichtig sein, wie man die ansetzt. Denn die verriegelt nicht und klappt ein. Allerdings funktioniert sie als Anreißer für den Feuerstahl ganz hervorragend. Hier vorne die üblichen beiden Verdächtigen, wie man das von den Victorinox-Messern kennt. Wir haben Zahnstocher, Pinzette. Wir haben die Aale. In dem Fall Näh-, Stech- und Bohraale. Und wir haben den Korkenzieher. Für alle, die gerne zwischendurch mal ein Fläschchen Wein aufmachen. Gehöre ich nicht dazu, aber irgendwie ist ein Victorinox ohne Korkenzieher kein wirkliches Victorinox. Ja, tolle Sache. Das Rucksack für 31 Euro, meiner Meinung nach ein absoluter Top-Preis für ein Top-Messer. Ja, kurz zum Vergleich. Anderes Video wird es natürlich noch geben zur Vorstellung des Victorinox Forester. Das habe ich jetzt von der Maximal mitgeschickt bekommen, um es mal in die Kamera halten zu können. Hier haben wir ebenfalls 111 mm, aber nicht mehr den grauen Schieber auf der Rückseite. Wenn ich hier die Messerklinge öffne, verriegelt diese über einen Liner. Ja, es ist der typische Victorinox-Liner, der andersrum funktioniert. Also als Rechtshänder muss ich den quasi auch nach rechts entriegeln. Ich kann nicht wie beim normalen Liner-Lock nach links drücken und gut Kraft ausüben, sondern der funktioniert dann in die entgegengesetzte Richtung. Ist im Grunde fast schon ein Linkshänder-Liner-Lock. Was schön ist bei diesem Modell, es fungiert. Es verfügt noch über einen Half-Stop. Ne? Aber dies war jetzt eigentlich nur gedacht, um euch mal die in Anführungsstrichen neue Verriegelung zu zeigen. War ja damals schon bekannt bei dem Soldatenmesser. Ich hatte das Soldatenmesser 08, ebenfalls mit dieser Liner-Lock-Verriegelung und das Outrider aus dem gleichen Jahr, glaube ich, dann mit diesem kleinen grauen Schieber hier hinten. Wie gesagt, der ist mir immer noch eine Nummer lieber. Vielleicht einfach aus Gewohnheit. Den finde ich cool. Und was ich noch cool finde, ist das Rucksack für 31 Euro. Link in der Beschreibung. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere hier vielleicht noch ein Schnäppchen abgreifen kann, weil das ein Messer ist, was er vielleicht gesucht hat oder wo er Verwendung für hat. Ja, ansonsten Video zum Forester folgt in Kürze. Das wird ein ganz besonderes Video, denn ich kann euch die Version auch noch in Holz präsentieren. Ha, da freue ich mich jetzt schon drauf. In diesem Sinne, schaut auf jeden Fall mal bei der Maxi im Shop vorbei. Die Auswahl wächst beinahe täglich. Immer mehr der Messer finden es in den Online-Shop. Die Messer, die online nicht zu finden sind, könnt ihr natürlich vor Ort trotzdem kaufen. Ein Besuch bei der Maxi lohnt in jedem Fall.
ob online oder persönlich, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.